Mit oder ohne Energie Consulting Group oder vielleicht doch eine andere Lösung? Es wird viel spekuliert und viel geredet die letzten Tage, aber wir bleiben lieber sportlich und damit ein herzliches Willkommen zu Am Rande der Bande, dem Westdeutschen Zeitung Videoblog zu den Krefeld Pinguinen. Wir haben eine Niederlage gegen Bremerhaven, leider unser Angstgegner oder unser unangenehmer Gegner die Saison, und einen Sieg wieder gegen Ingolstadt, das heißt alles wie gehabt, und wir haben zwei Gesprächspartner. Einmal Vini Saponari, der zweimalige Torschütze gegen Ingolstadt, und einmal der Dauerbrenner, der große kleine Martin Szymanski. Szymi habe ich hier. Szymi wie immer gut aussehend und fit. Szymi, gehen wir mal sportlich. Ich möchte gar nicht auf irgendwelche anderen Sachen ansprechen. Spiel gegen Bremerhaven ist ja schon Angstgegner, kann man sagen, oder? Unangenehmer Gegner. Ja, erstmal, was für andere Sachen willst du denn nicht ansprechen? Dein Outfit zum Beispiel? Mein Outfit ist wie immer brillant. Das weißt du von früher schon. Ja, nee. Also zum Spiel gegen Bremerhaven. Ja, da muss man ganz klar sagen, Einstellung hat nicht gestimmt. Ich sag mal, mit 30-40% gewinnst du gar kein Spiel. Und nochmal, wir brauchen alle Mann an Bord. Alle müssen sich den Arsch aufreißen. Und dann kannst du da gewinnen. Aber das war wieder nicht der Fall. Ja, natürlich, man sieht dann wieder, man kann es auch anders wie gegen Ingolstadt. Das Spiel hat dann wieder gesessen. Ne? Aber andersrum, woran meinst du jetzt sportlich und teammäßig liegt es, dass man auf einmal so eine Superspiele herzaubert und dann wieder praktisch so einen Tiefgang hat? Also ganz klar, es muss Konstanz her, aber auch da liegt es auch an jedem Einzelnen, sich unter der Woche vorzubereiten, dass man am Wochenende zwei Spiele hat und wie gesagt Konstanz zeigt. Auf Hinsicht auf die nächsten Spiele, Szymi, euch erwartet auf jeden Fall jetzt Köln und Augsburg, sicherlich Augsburg auch unangenehm auswärts, aber Köln die große Chance, könnte man sagen. Im Moment spielen die auch nicht wirklich dolle. Kleiner Ausblick aufs Wochenende. Ja, natürlich erstmal das Derby am Freitag gegen Köln zu Hause. Ja, Köln ist auch in einem ziemlichen Loch drin. Ich glaube, gestern war die 11. Niederlage. Aber wir wollen dir nichts schenken. Ich meine, wir bekommen in der Liga auch nichts geschenkt und müssen uns jeden Punkt hart erarbeiten. Und auch Köln muss das dann tun. Und Sonntag in Augsburg, ja, die sind, glaube ich, gut drauf zurzeit. Aber auch da müssen wir konzentriert zur Sache gehen und, wie gesagt, bei 100% sein, mental, damit wir das Spiel da auch gewinnen. Letzte Frage. Wir haben ja demnächst auch, sage ich jetzt mal, die Playoffs vor der Tür. Ja, natürlich, rechnerisch ist alles noch drin, aber meinst du, der Weg ist zu steinig und man muss sich auf andere verlassen, oder denkt ihr, ihr könnt das auch aus auch eigener Kraft noch schaffen? Also steinig ist er auf jeden Fall, steinig ist er von Anfang der Saison bei uns. Wir sind hier nicht, wie gesagt, München oder Mannheim oder was weiß ich was für Vereine, wir sind Krefeld Pinguine und da ist es von Anfang der Saison an steinig. Wir müssen von Spiel zu Spiel gucken. Was bringt uns das jetzt? Wir haben jetzt noch 11 Spiele übrig. Was bringt uns das jetzt zu sagen, in 11 Spielen, da könnten wir in den Playoffs spielen? Bringt nichts. Wir müssen jetzt Freitag Köln schlagen, Sonntag nach Augsburg die schlagen und dann können wir weiterreden. Mehr bringt, das bringt jetzt alles nichts, um da zu reden, dass wir Zehnter werden. So, richtig so. Das sind die wahren Worte wieder, Szymi. Ehrlichkeit hat er bewiesen. Szymi, danke dir. Ich hoffe, es folgen im nächsten Jahr mehr Spieler wie du, die sagen, was sie denken. Alles klar. So. Vini Saponari, der zweifache Torschütze gegen Ingolstadt. Vini, thanks for having you. First, yeah, you scored twice against Ingolstadt. Just tell us a few words to the game. Ein paar Worte zum Spiel gegen Ingolstadt und seine zwei Tore. Yeah, it was a great team effort. We got a great game from our goalie and that was big. And, you know, we need that when we want to win games. And he played great and our defense did a good job of helping him. And we were able to come up with some big goals at the right times. And, you know, that's the kind of the recipe that we need to follow for a win. We need to play good defense and come up with big goals from our players that score. Kurz gesagt, Defensive hat sein Zeug dazu getan. Auch Jussi Rinne hat super gespielt und da muss auch diese Unterstützung der Defense kommen. Und er sagt, das war das Rezept zum Sieg gegen Ingolstadt. Well, I just talked about it to Szymi. You have games like Ingolstadt and you have games like Bremerhaven. Maybe you can explain, well, it's tough for you guys obviously, but maybe you can explain why is it kind of like ups and downs this year? Is it only because of all the stuff beside hockey or you think it's just a team thing? Wie Szymi gerade gesagt hat, woran liegt es, dass die Mannschaft momentan einmal Ups und Downs hat, vielleicht auch an den Nebengeschichten momentan oder einfach nur eine Teamsache?
I don't think it's fair to blame it on the outside stuff. You know, it's our job as professionals to keep that outside the locker room and do our job every day. And, you know, obviously it creeps in sometimes and guys are thinking about it, but I don't think that's the problem. It's been a problem we've had all year. We haven't been able to be consistent and, you know, we win a couple games and maybe we think we're a little better than we are and we loosen up as a team a little and get away from playing defense first and being able to, you know, keep the other team from scoring a lot of goals because that's the way we win. And it's just crept into the locker room with a couple of good performances, you know, here and there. Then we loosen up a little, and it's something that we haven't been able to learn yet. Man nimmt auf jeden Fall, sagte, ja, bildlich gesagt, den Fuß vom Gas manchmal und denkt manchmal, man ist besser als man ist. Und im Endeffekt ist man nicht konstant genug, so wie Shimi es gesagt hat. Und die Defensive lässt auch manchmal nach. Well, the last question is on the next weekend. Obviously, you got a derby here on Friday, and I hope it's going to be a full house. Freitag, hoffentlich volles Haus gegen Köln. So what do you guys expect from that weekend? Oh, yeah, it's always exciting when you have a derby at home. Our fans are some of the best in the league, and, you know, especially for games like Dusseldorf and Cologne, it's crazy in here, and it gives us a lot of energy. And it just adds that little excitement to the game, and those are the type of games you love playing as a player. And, you know, then we got a tough road game in Augsburg, and they're always a gritty team, and our games are always tight against them. So we put in a good performance last time we were there and kind of made our own mistakes and cost us the game. So we just got to lock it down again and go back to the way we were playing against Ingolstadt and what worked. Er sagt also, gegen Augsburg zum Beispiel hat man schon mal gut gespielt, aber es nicht zu Ende bringen können, Fehler gemacht und im Endeffekt soll man so spielen wie gegen Ingolstadt. Und die Kölner auf jeden Fall, sagt er, zu Hause natürlich hofft er auf eine super Stimmung. Wir haben die besten Fans der Liga, sagt er, und das ist immer toll, vor der Atmosphäre zu spielen. So, and now, last three questions. You're here, new in Krefeld, and I just want to ask you a few things to the guys in the locker room. So we had a couple of things going on, fans were asking me, and I was saying, well, you know what, I give these questions to the players. Manche Leute fragen irgendwie so, hey, mal komische Fragen und ich gebe die jetzt einfach mal an die Spieler weiter. Der, ja, wie sagt man, übersetzt mal greasy, the greasiest guy in the locker room, also der schmuddeligste Typ in der Kabine. Greasiest guy. Oh, be careful, right? Yeah, yeah. Oh, I'm trying to think. Greasiest guy. I'm not sure we have any that are too greasy. Are you trying to put the focus out of you, or? Yeah, no. I'm a pretty clean guy myself, but from what I know, we have pretty clean guys. I'm really trying to think. Okay, let's skip this one. I don't want to bring in a bad situation. Yeah, I'm trying to think. I can't think of one guy that sticks out as like being really greasy, you know. So I don't. I could name a few. I won't. Yeah. Also, auf jeden Fall sagt er, da gibt's keinen, wollen wir mal einfach weitergeben. Who needs the most time in front of the mirror after the game or before? He goes on the ice. Wer braucht die meiste Zeit am Spiegel vor dem Spiel oder nach dem Spiel? I think that has to go to Travis Awanek or Reefy. Both of them. Reefy's got the blow dryer going every day after practice, blow drying the hair. So that's a sight to see. But before a game, it's probably Travis. He's in the locker room, you know, doing his hair, looking, making sure everything's looking tight. So one of those two for sure. Also Travis und Reefy auf jeden Fall. Da geht immer der Föhn, sagt er. Und dann muss er immer gucken, dass die Frisur sitzt. Letzte Frage ist noch eine Doppelfrage. Der beste und der, ich sag mal, kurioseste Roommate im Hotel, den er hatte, also Zimmergenossen. The, I would say, craziest roommate and the best roommate so far. Best roommate is Travis, just because me and him have been roommate every time. And he has always the blow dryer, right? Yeah, so, you know, I can't have my roommate there. Worst roommate, oh. Craziest. I heard, craziest. I don't know. I might have to give it to Cooney or Schmitz, because a couple times they've been running around the hallways and causing a lot of noise, and I don't know what they're doing in their room. One time in Ingolstadt, I think me and Travis had the room next to him, and I think they were having a party next door. I don't know what was going on in there. A lot of noise and talking late at night, so we had to give him some shit about that the next day. So. Also die jungen Spieler auf jeden Fall, da gesagt, die machen da schon mal die Party und rennen durch die Hotelflure. I guess they have some girls going on or something. They're the big superstars here, aren't they? I don't think that. If it was that, I would understand a little. You would join? No, I'm kidding. Okay, let's break it down here. Danke, thank you very much for having you. It was fun and good luck for the weekend. Yeah, thank you, I appreciate it. Die Sache ist die, früher habe ich mal die Kiste sauber gehalten, heute versuche ich es mal mit den Kabinengängen der Jaila Arena, denn wir wollen nämlich am Wochenende so ein paar Teams
aus der Halle putzen, aus der Halle fegen. Einmal am Freitag zu Hause die Kölner Haie, die sich momentan sowieso selber nicht wirklich nach oben katapultieren in der Tabelle und zurzeit auch nicht wirklich der stabilste Gegner sind, aber die KV-Pinguine haben es natürlich auch nicht einfach. Momentan haben wir, wie gesagt, hier viel in den Köpfen was rumgeistert. Ich hoffe, dass das Team, so wie man immer raushört und wie man das auch professionell mitkriegt, bereit dafür ist, dass sie da im Endeffekt auf dem Eis zusammenstehen und ihr Bestes geben und dann 3 Punkte holen. Denn am Sonntag geht es nach Augsburg, nach Bayern. Eine Mannschaft, die dieses Jahr auch, sage ich mal, über den Verhältnissen spielt. Eine Mannschaft, die auch überraschen kann, die mal wieder ein Tief hat, aber dann mal wieder ein Hoch hat. Man muss schauen, was dabei rauskommt. Und wie gesagt, jetzt bin ich hängen geblieben, aber zum Glück bleibe ich hier nicht hängen am Mikrofon. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Gute hier weiterhin, dass ihr kommt zu den Spielen und die Jungs unterstützt. Denn ich sage euch mal ganz ehrlich, das Einzige, was im Moment hier zählt, ist nur Eishockey. Und dabei solltet ihr mal bleiben und die anderen mal machen lassen, was am Ende dabei rauskommt. Wir werden es sehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.